Wir sind recht entspannt. Es geht in die weitere Folge unseres Beisammenseins, Dennis, weil es auch eine ganz freudige Zeit ist. Na, wer auch immer jetzt gemeinsam mit uns das Video schaut, wir wissen, wie es uns geht, wenn wir so in eine Schicksalsbewegung hineinkommen, wenn man das Gefühl hat, man hängt in einer Geschichte drinnen und man steckt wie in einem Kokon. Und was es bedeutet, wenn man in solchen Momenten in Verbindung kommt mit Menschen und vor allem auch mit geistigen Wesen, die einem den Hintergrund dessen vermitteln, was gerade geschieht. Ich denke, Kemé, wer immer mit dieser Kraft zu tun hat, ist sehr menschennahe. Die dunkle Kraft Kemé, Bruder Tod, Gnadenbringer, ein Mittler der letztendlich der Barmherzigkeit, des Liebesprinzips im Verstorbenenreich, ist ganz einfach, dass wir mit unserem Herzen, mit unserer Sprache des Herzens kommunizieren. Das ist ein Teil, der uns gegeben wird, wenn wir uns sozusagen in Form von Meditation darauf einlassen, dass die Sprache mit der geistigen Welt eines der größten Geschenke ist, die uns gegeben werden kann. Und ich meine mit dieser Sprache nicht unbedingt die Bettelgebete, sondern die Gespräche mit einer geistigen Kraft, wo wir in Kommunikation treten, so wie wir mit bewussten Menschen in Kommunikation treten möchten und uns verstanden fühlen. Ich möchte in diesem Video mit dir gemeinsam, Dennis, eingehen auf diese praktischen Möglichkeiten, mit dieser Wandelsenergie der weißen Chemie umzugehen und was es bedeutet, in unserem Kulturkreis diese vermeintliche Maya-Kraft, die ja weit über Maya hinausgeht, diese vermeintliche Maya-Kraft letztendlich in unserem Alltag als Energie des Wandels einzusetzen und was dabei geschehen kann. Ich möchte dich noch einmal bitten, Dennis, deinerseits, du hast es bereits im letzten Video ausgedrückt, was es bedeutet für dich, einen Patienten oder Klienten mit dieser Kraft zu berühren und letztendlich eigentlich der Heilungsaspekt, eine Vernetzung mit einer geistigen Kraft bedeutet, die dann, wenn der Patient heimgeht, sukzessive in einen inneren Wandel geht. Und dass es dafür das Bewusstsein des Menschen und auch das Vertrauen des Menschen bedarf, dass man diese Kraft letztendlich als Geschenk einer Weisen, wie du es bist, dass es ein großes Geschenk ist, im Kontext eines weisen Menschen diesen Zugang zum Netzwerk zu bekommen. Und ich denke, da liegt der zentrale Schlüssel, dass wir im eigenen Lebensalltag, wo wir ja ständig in Kommunikation mit Menschen stehen, bei gewissen Menschen spüren, dass wir in der Begegnung dieses Netzwerk der geistigen Verbindung weitergeben können, ohne Missionierung. Ja. Einfach in der Präsenz, indem wir den Menschen, man würde in christlicher Form sagen, verstehen und auf die Stufe des Menschen treten können, wo wir spüren, dass wir den Menschen erreichen in seiner Bedürftigkeit, in seiner Not, und dass es dann der Heilungsaspekt der ist, dass die Vernetzung dieser Person mit einer geistigen Kraft zu einem sich aufbauenden Wandel in Menschen führt. Ich denke, ich habe das richtig übersetzt, ja, ja, wenn es um deine zukünftige Heilungsform geht. Und wenn dir etwas noch dazu einfällt, dann ist wunderbar. Bitte sehr. Ja. Alles noch, ja, jetzt ein bisschen Neues, muss ich es ja auch erstmal jetzt in mir aufnehmen, dann einfach mal schauen, wie gehe ich jetzt damit um. Und ich weiß, ich kann das nur umsetzen, wenn ich zuerst selber bei mir bin. Ich habe von diesem Nukleus gesprochen, dass ich weiß, ich bin verbunden. Ich stehe nirgendwo alleine, ich bin wirklich mit den tiefsten Tiefen verbunden und auch mit dem großen Göttlichen. Ich bin aber auch noch mit all den Kräften, die auch in meinem Raum sind oder die immer wieder dazukommen, ist einfach mein Herz offen und dann geschieht der Ausgleich.
Was gibt über die, geht über die DNA, es geht über das System, es geht über ein ganz feines Netzwerk. Ich sehe dann immer ein Netzwerk, das dann beginnt, sich zu bewegen, Impulse aufzunehmen, Impulse weiterzugeben. Das ist eine Zusammenarbeit mit den tiefsten Tiefen und auch mit all dem, was dann dazukommt. Aber ich muss irgendeinen Ansatzpunkt haben. Und wenn ich die Menschen zu mir kommen, dann versuche ich zu spüren, um was geht's, was ist denn jetzt der Mittelpunkt oder was, wo kommt dieser Mensch nicht mehr weiter, wo ist er blockiert oder was auch immer. Dann baue ich zuerst in mir einen heiligen Raum auf. Das ist der heilige Khmer-Raum. Und dieser Raum, der ist nicht dunkel, der ist voller Licht, ein ganz, ganz wunderbares, helles Licht, aber das auch mit Gold durchwirkt ist. So ist mein Khmer-Raum. Ein Raum der Liebe. Da wird nichts einverlangt und keine Beschuldigungen und Anschuldigungen. Es ist alles da in Liebe vernetzt. Und diese Energie, die wirkt dann wie in ein, wirklich ein Netzwerk. Und dann baue ich mir dieses Netzwerk auf und berühre den Menschen. Und es kann über die Sprache gehen, oder es kann einfach, dass ich ganz sanft hineinfrage, was ist dein Problem? Wo steckst du? Was ist los? Entweder, wie gesagt, über die Sprache oder ich spüre es. Vieles spüre ich selber, da brauche ich keine Sprache. Und dann gebe ich mit der Heilarbeit, mit dieser Heilenergie hinein und bitte dann die Kräfte, die alle jetzt da sind, mitzuwirken. Aber ich brauche die Verbindung in diesem Fall zur weißen Khmer. Und weil ich weiß, dass ich sie habe, dass sie da ist, kann ich sie ganz, ganz, ganz sanft aktivieren und dann kommt es zu einer Zusammenarbeit. Ich muss da nicht agieren oder weiß ich was machen, das ist eine ganz andere Ebene. Die Heilebene, die eben über dieses ganz große Netzwerk unten angebunden ist, verbunden ist und dann nach oben hinausstrahlt zum göttlichen Reich hin. Und das ist mein Wissen, das ist mein Dasein und da vertraue ich hundertprozentig, aber ich bin immer verbunden mit diesem Nukleus, weil da ist das Zentrum, dass es hinaufgeht und hinuntergehen kann. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Und dann ist man wirklich überrascht, was der Klient mir erzählt, was jetzt da geschieht, was da ist, ohne dass die dauernd in der Sprache sein muss. Weil es dann wirklich aus dieser inneren Klarheit, aus diesem einem Wissen, das die Menschen nicht einfach so austragen können. Es ist eine andere Form der Heilkraft. Das ist für mich neu. Es ist ganz neu, wenn ich mich da hineingeben kann. Aber wie nochmal gesagt, ich bin verbunden mit allen Kräften. Ich bin verbunden mit diesen tiefsten Tiefen und mit den höchsten Ebenen, ohne jetzt da, oh, ich bin weiß ich was, sondern Bescheidenheit. Wirklich Bescheidenheit und Liebe und nicht mehr. Ich denke, Dennis, man könnte es nicht klarer ausdrücken, in welchen Aspekten du diese Brücke zwischen geistiger und physischer Welt uns Menschen auch du dich selbst einordnest. Einerseits braucht es das Bewusstsein der göttlichen Verbindung, die man in sich trägt, um letztendlich dann mit einer gewissen Form der Bescheidenheit, wie wir sagen, mit diesem Kraftfeld als Diener des Göttlichen zu wirken. Ich denke, es ist auch ein ganz zentraler Aspekt auf zukünftige Heilungsformen, dass es freilich immer rein menschenbezogene Heilungsformen gibt, Erfahrungen, muskuläre Spannungen, die gelöst werden. Aber es wird immer stärker, der Mensch sich dahingehend entwickelt, dass er letztendlich mit diesen geistigen Kräften vernetzt werden möchte. Das Armutszeugnis unseres heutigen Zeitgeistes ist, dass es immer weniger Menschen offensichtlich gibt, die überhaupt so ein geistiges Netzwerk für wahr halten. Das ist eine Form von Vereinsamung unserer Welt und das ist dann der Teil, in dem wir dann Erfahrungen machen, was wir ganz, ganz leicht manipulierbar werden, was wir ja die letzten Jahre der Krise unmittelbar erfahren konnten. Und da darf man die spirituell Tätigen nicht ausschließen. Ja, auch das haben wir erfahren, dass Mensch
grundsätzlich anfällig ist für Manipulation und auf eine Seite des Fanatismus, der sich aktiviert, gezogen wird. Und letztendlich dann das eigene Wahrheitsempfinden hat immer mit einer höheren Wahrheit zu tun, die einem letztendlich aus der Vernetzung mit der geistigen Welt gegeben wird. Ich kann nicht aus mir selbst heraus sagen, ich bin die Wahrheit. Der Mensch braucht eine höhere Form der Wahrheit, um letztendlich herauszufiltern, was ist Manipulation, was ist letztendlich in der Öffentlichkeit über soziale Netzwerke, über Videos, die Absicht der Menschen, sich wichtig zu machen, mit was auch immer, und wo liegt meine ganz eigene innere Wahrheit in Verbindung mit meiner eigenen geistigen Führung. Ich möchte den nächsten Schritt vielleicht noch dazulegen. Darf ich noch ganz ja, bitte, sagen, Dennis. Das ist jetzt gerade so da. Ja. Es gibt, also ich habe einfach diese Zugänge zur Blume des Lebens. Und sobald ich bei einem Patienten oder einem Mensch, das ist ganz egal, da habe, dann spüre ich die Blume des Lebens, wie die Blume des Lebens in diesem Menschen wirkt. Ist sie blockiert, ist sie einseitig, ist sie verkümmert? Und dann kommt die Farbenpracht dazu, weil die Farbstrahlen, die haben alle eine Frequenz der Heilung. Und wenn diese Farbstrahlen dann anfangen, mit dieser Blume des Lebens zu spielen, zu arbeiten, je nach Frequenzen oder je nachdem, was jetzt da ist beim Menschen und der Mensch das spüren kann, oh, da ist etwas nicht in Ordnung, da, oh, da geht es mir nicht gut, weil das kommt dann zum Vorschein über diese Strahlkraft. Und da werden die Farben dann so lebendig. Und das ist ein steter Wandel, wie sich diese Formen, diese Blume des Lebens, aus den Tiefen hinauf bewegt bis zu den höchsten Höhen. Und das ist eine, wie soll ich sagen, ein wunderbarer Rückhalt, dass wirklich etwas geschieht. Ohne dass ich da jetzt manipuliere oder sonst was, sondern das geschieht über diese wunderbaren Klänge, die ja auch ganz, ich ganz neu erfahren darf. Nur das noch wollte ich noch sagen. Ich denke, wichtig ist für uns, Dennis, dass es natürlich in verschiedenen Ebenen, physische Ebene, im Meierkreuz würde man sagen, die vier Elemente und Himmelsrichtungen, die wiederum Therapieformen, Heilungsformen zugeordnet werden können. Wir sprechen hier ganz besonders um den inneren Wandel, wo ein Seelennetzwerk in eine andere Frequenz kommt und damit Persönlichkeitsaspekte des Menschen sich nach und nach auflösen, die uns belasten. Also es geht nicht darum, dass das jetzt die allgemeine Wahrheit aller Heilmethoden sein würde. Es ist unser Teil im Kontext mit der geistigen Welt, das Seelennetzwerk sozusagen zu aktivieren oder durch die Brücke zu einer geistigen Kraft aktivieren zu lassen, durch Vernetzung. Ich denke, was mir ein Anliegen ist, wir leben in einem wunderschönen Land hier, in den Alpenländern. Es gibt unzählige Wallfahrtsorte. Es ist für mich zum Beispiel ein ganz tiefes Anliegen. Ich habe die Göttin Maria schon über Jahrzehnte weg als sehr, sehr wunderbare Begleiterin in mein Leben genommen, habe sie aber schon seit vielen Jahren befreit von der Mutterrolle Jesu. Ich habe sie befreit von ihrer leidvollen Geschichte, mit diesem Krieger umzugehen, den sie da geboren hat. Und ich sehe sie in meinem eigenen Leben wirklich als ganz besondere Schöpferkraft, als große, große Meisterin, die vielfach in den Alpenländern und auch weit darüber hinausgeht, da installiert wurde, wo besondere Kraftplätze sind. Und die Kraftplätze sind dann nicht christlich. Was ist das große Geheimnis? Die Kraftplätze sind an sich oft durch Berge bestimmt, durch unterirdische Energieströme bestimmt, wie wir wissen. An solchen Orten, da haben die Leute immer schon die entsprechende Sensibilität gehabt, hatte man das Gefühl, der Äther ist dünner, es gibt Erscheinungen oder es geschieht etwas, wo diejenige Person das Gefühl hatte, Erscheinung zu haben, weil dieser innere Wandel an diesem Kraftplatz geschehen konnte. Und ich denke, wir haben die Möglichkeit, dieses Weltbild an diese besonderen Orte zu tragen. Dass wir an einem Marienwallfahrtsort vielleicht diesen enger katholischen Rahmen, wer diese Maria ist, etwas zurücklassen,
und einfach über diese weiße Chemie als Wandlerin. Okay. Die weiße Chemie kann als Marienerscheinung sich zeigen, wenn sie für den christlich Orientierten es sich zeigen möchte als Marienenergie. Das ist der Teil, wo wir spüren, dass der Wandel in einer geistigen Kraft sich so zeigt, dass die betreffende Person was damit anfangen kann. Und damit ist es auch für uns möglich, an solche Orte hinzugehen. Wenn du sagst, mit der einen Seite nach unten zu gehen, würde es an solchen Orten bedeuten, dass wir das, was da unten drinnen ist, in einem Kraftplatz, das Keltische, das Rätische, die alten Völker, die Ritualplätze, dass wir das als Hinuntergehen in die tiefere Geschichte des Platzes sehen und zugleich über die christliche Energie in die Lichtwelten gehen und in der Mitte, im Herzen, darum bitten, dass das, was hier vielleicht zu stark in der Tradition liegt, dass die Marienenergie fast nur als Bettel-Energie dasteht, wo ständig nur um etwas gebeten wird, wo nichts gegeben wird, dass wir in diesem Bewusstsein stehen, dass diese weiße Chemie über dieses Marienenergiefeld, das riesengroß ist, über dieses Marienenergiefeld in einem Wandel geht und die Göttin befreit ist von reinen christlichen Sozialdiensten, den Menschen ständig in ihren Nöten zu helfen und nichts zu bekommen, weil auch die Kerze, die für die Maria brennt, für den Wunsch und für die Absicht des Patienten da drinnen steht. Also es wäre ein ganz, ganz großer Beitrag, die kirchlichen Strukturen mit dem alten, unten drunter liegend zu vernetzen. Das würde heißen, in die Tiefe zu gehen. In die Tradition, in die alte Struktur zu erlösen. Mhm. Mit dem Wasser, das in der Kirche ist, kann ich das auf den Boden träufeln oder um die Kirche sozusagen mit dem Wasserelement eine Reinigung machen, was niemanden stört, was man ganz unscheinbar machen kann. Und dann in der eigenen Meditation, in der Kirche, dann in die Lichtwelten gehen und letztendlich diese weiße Chemie-Energie als Wandlerin wahrzunehmen und spüren, zwischen dem Oben und dem Unten ist mein Herz und meine Hingabe, hier diese Brücke zu bauen. Also das deines, was du mit den Klienten machst, dass du über das Ritual die Vernetzung aufbaust, können wir gleichermaßen an all den Plätzen machen, die für uns, für unsere Glaubenswelt wichtig sind. Und es geht dann noch natürlich viel weiter über das hinaus, dass wir an Flüssen sitzen und die weiße Chemie über ein kurzes Ritual, wo ich das Wasser berühre, in das Wasser einleite. Wir haben es mit der Donau gemacht. Es wurde mit dem Rhein gemacht. Wir heiligen damit unsere physische Welt im neuen Zeitgeist. Wir können in diesem Sinne unsere Kinder berühren beim Schlafengehen. Wir haben die Möglichkeit, eine Taufe in Zukunft weniger zu gestalten, indem dass ich Kirchenmitglied werde, sondern dass ich ein Baby mit diesem Wandelsenergie verbinde, was dann bedeutet, dass das Kind viel unmittelbarer an diese Transformationsenergie des Wandels angeschlossen ist und damit auch weniger darunter leidet, wenn besondere Kinder in die alten Strukturen drinnen stecken von Eltern, von Schulsystemen und dergleichen mehr. Das ist ja die große Herausforderung, dass die Kinder mit diesen alten, engen, traditionellen Strukturen einfach zu stark konfrontiert sind, wie es auch uns selbst noch geht. Okay. Ja. Und damit wäre sozusagen diese weiße Chemie die zentrale Kraft, die menschennahe Kraft, die nach Vernetzung sucht. Sie braucht uns Menschen, damit wir den Wandel in die Gesellschaft bringen. Ja, weil sie selber verwandelbar ist. Sie ist verwandelbar. Ja. Nur so geht's. Ja, und wir haben das zutiefst in unseren Ritualen hier auch in diesen Tagen erlebt. Ja.
wie veränderbar diese Kraft ist und Kemeya auch deswegen, weil Kemeya als Bruder tot die Kraft ist, die sondern am nächsten ist. Keiner kommt dieser Kraft aus. Ne? Nicht einmal in unserer Zellerneuerung. Und andererseits ist es die andere Seite von Kemeya, die das Neue bringt. Und jetzt im Wandel des Zeitgeistes pfeifen es die Spatzen vom Dach. Wir kommen mit den alten Strukturen nicht in den neuen Zeitgeist. Und das bedeutet auch für uns persönlich, wenn ich Defizite im Körperlichen empfinde, wenn Schmerzen da sind, wenn Unausgewogenheiten da sind, dass immer ein Teil dabei ist, dass ich mich mit dieser körperlichen Schwäche in Verbindung bringe mit einer geistigen Kraft, die mich durch diese tiefen Phase begleitet und dass ich das Gefühl habe, ich bin in einer schwierigen Schicksalsbewegung vernetzt und angeschlossen. Aber da muss ich dazu sagen, das ist sehr schön gesagt auch, aber ich muss zuerst was tun. Ich kann die Kräfte, die ich jetzt andocke, die muss ich ja in mir spüren. Und dann ist es keine Bettelaktion. Also es ist so wie, wenn das eine Zusammenarbeit gibt, dann mit diesen Wesen, mit diesen Kräften und mir, dann ist die Heilkraft da. Aber wenn ich da stehe, bitte, bitte helft mir doch, und dann sagen die alle, wie, du bist ja gar nicht da. Sie würden wahrscheinlich dazu sagen, wir helfen dir gern, wenn du deinen Arsch bewegst. Ja. Na? Ich bin da sehr radikal, weil natürlich, man erwartet sehr häufig Hilfe von Seiten geistiger Kräfte. Ja. Und die würden sagen, bewege dich, habe den Mut zu sprechen, drücke dich aus im Kontext deines Partners oder deiner Familie. Und wenn der Mut dafür nicht da ist, dann leidet das System. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir spüren, Wandel hat immer auch mit Mut zu tun und mit Risiko zu tun, dass meine Veränderung mein Umfeld verändert. Was wir uns ja auch im Familienkontext wünschen, auch im Beziehungskontext. Aber natürlich ist es immer riskant, wenn wir in Gemeinschaft spüren, dass ein Teil sich verändern will und ein Teil nicht. Dann stecken wir immer in dieser Intensität zwischen Stagnation und Bewegung. Und ich denke, das ist ja auch ein Symbol für unsere Gesellschaft. Einerseits die Traditionen, kulturell, aber auch speziell religiös. Und andererseits jetzt dieser intensive Aufbruch über die östlichen Religionen und so weiter, was zu erheblichen Reibungen führt. Und die Reibung kann dadurch aufgelöst werden, dass ich das Alte respektiere. Ja. Wenn du sagst, Dennis, im Herzen zu vernetzen, heißt es, ich gebe Respekt demjenigen, der eher in der Stagnation steht. Ja, genau. Es ist seine Lebensform und seine Form, seine Treue auch auszudrücken über die Tradition. Und es braucht den Bewegenden, der manchmal in seiner Bewegung zu schnell ist und vielleicht auch zu desorientiert ist. Nicht jede Bewegung nach vorne führt sozusagen dann zur zukünftigen Form. Das haben wir über die 60er Jahre ganz gut trainiert. Ne? Sondern die Ausgewogenheit zwischen Respekt geben dem Bestehenden, den Haltenden und Respekt geben und Aufbau des Bewegenden. Ich spreche da aus Erfahrung, weil sonst hätte ich mich mit dem Zentrum Pazmundo in Guatemala weit und breit abseits aller Regeln des Respekts bewegt. Wir bauen dort auf die Wertschätzung der Tradition auf, der Respekt zum Volk, zum Bewusstseinszustand, auch verarmter Menschen, und andererseits die Möglichkeit, in so einem Energiefeld eines alten Pyramidenplatzes der Maya die Intensität der Veränderung aufzubauen und zu gestalten. Also wir mussten das auf die Reihe kriegen, gemeinsam. All diejenigen, die diesen Platz kennen, haben den Platz bewegt, Kraft ihrer eigenen Präsenz. Und ich denke, wir sollten uns viel, viel bewusster werden, wie dieses Halten und Bewegen im Kontext einer weißen Chemie der geistigen Kräfte, wie das im Kontext geschieht und wie das plötzlich ineinander geführt werden kann, wenn wir nicht im Fanatismus und im Missionsgedanken versuchen, den anderen von der eigenen Wahrheit zu überzeugen.
Dafür müsste die eigene Wahrheit stabil genug sein und geistig verbunden genug sein. Das ist wieder das Prinzip der Pyramide. So ist es. Ne? Wie das alles läuft, die Verbindungen. In der Mitte bin ich wirklich verankert. Überall hinzugehen. Was wir damit ausdrücken wollen, ist, dass Wandel Gesetzmäßigkeiten hat. Ja, das ist so. Und dass Wandel nicht einfach etwas ist, auf das ich warte. Es ist unser ganz konkreter Beitrag, den wir für den Wandel geben müssen. Sonst geschieht der Wandel nicht. Sonst provoziert der Wandel schlicht und einfach eine ungemeine Reibung zwischen den Welten, zwischen der Dunkelheit, jetzt in den Kriegszuständen, könnten wir keine intensivere Reibungsform sehen als das Abgründigste im Menschen und parallel dazu bewusste Menschen, die in einem friedvollen Umfeld die wunderbarsten Kräfte in sich spüren können. Ich glaube nicht, dass irgendein Mensch in einem Konfliktumfeld eines persönlichen Schicksalsschlags oder eines Kriegszustandes irgendeine geistig lichtvolle Verbindung halten könnte. Da sind dann die Welten, die so weit auseinandergedriftet sind, dass der Mensch nur mehr im Leid und in der Schicksalsbewegung steckt. Wir haben ja in den Ritualen, die wir jetzt gemacht haben, wurde ganz klar der Auftrag erteilt, Mensch, bewege dich. Ja. Lass dich bewegen, sonst bleibt alles blockiert. Und ich denke, diese Bewegungsenergie ist auch der Ansatz, wenn wir von Schamanismus, vom Therapeutischen, vom Heilerischen sprechen. Wenn ich Menschen aufsuche, die mich ein Stück meines Weges begleiten oder die mir helfen in therapeutischer Form, dass immer in meinem eigenen Bewusstsein damit verbunden steht, welchen Beitrag muss ich für diesen Wandel selbst geben. Ich kann das nicht auf eine andere Person projizieren und sagen, ich gehe zu einem Schamanen, weil der wird meinem Wandel leben. Er wird immer ganz, ganz klar auf das hinweisen, was ist mein eigener Beitrag, das im Bewusstsein festzusetzen, dass letztendlich der innere Wandel auch natürlich zu mehr Wohlergehen und zu einem wesentlich einfacheren und entspannteren Leben führen kann. In diesem Sinne, Dennis, muchas gracias. Es war uns jetzt ein Anliegen, gerade aus der Energie des Beisammenseins, noch über diese Thematik zu sprechen. Ich kann dir nur wünschen, Dennis, dass deine neue Arbeitsform die Stärke im Ritual festgelegt ist, so wie du es selbst ausdrückst, dass auch die Klienten und die Menschen zu dir kommen, die letztendlich wirklich über deine Begegnung mit dir, über das Gespräch mit dir, über deine Formen der Arbeit in Zukunft auch spüren, was es für ein Geschenk ist, im Netzwerk eines besonderen Menschen in diesen Wandel zu gehen. Aus dem Herzen danke und die sehr letzten berührt. Worte für dich, Dennis. Ich kann nur meine große Dankbarkeit ausdrücken. Ich bin aber auch sehr berührt, aber ich muss was tun. Wir müssen wirklich, wir sind aufgerufen zu handeln, aber nicht im Exzentrischen, sondern in der Gemeinsamkeit. Es geht nur so, sonst geht es nicht. In diesem Sinne lassen wir kommen und geschehen. Ja. Um letztendlich die Basis für die nächsten Generationen zu bauen. Ja. Es geht also nicht nur um den Klimawandel, es geht um vieles, vieles, vieles mehr, was wir jetzt als bewusste Menschen ganz besonders in Verantwortung gelegt bekommen. Muchísimas gracias.